Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wird es anstrengend. Eine lange Strecke liegt vor mir, eher gesagt eine kurvige, bergige Strecke. Ungefähr 80 Kilometer sind es bis zum Nemrudagi-Berg. Ja, mal gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Ich weiß ja nicht, wie dick da noch Schnee liegt oder ob die Straße geräumt ist. Ich versuch's mal. Und die Zeit bis dahin ist erstmal mit fast 2 Stunden angegeben. Also, das wird eine lange, kurvige Fahrt, würde ich mal sagen. Und danach, wenn ich da gewesen bin, was ich mal hoffe, dann wollte ich noch 30 Kilometer weiterfahren, wieder bergrunter und dann weiter zu einem Stellplatz. Ja, es ist sonnig heute, das ist natürlich super schön. Besonders, weil das auf dem Berg natürlich immer noch saukalt ist. Der ist angegeben am wärmsten um 15 Uhr mit minus 6 Grad. Also ganz oben wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ich habe meine Wintersachen rausgeholt. Meine dicken Handschuhe, meine dicke Jacke und habe noch schon die lange Unterhose unter. Und ziehe mir dann nachher noch Socken an. Und meine, ja, ich ziehe wahrscheinlich Gummistiefel an, wenn ich da durch den Schnee stapfe. Weil das, die haben auch ein gutes Profil, sag ich mal so, was nicht wegrutscht. Also ist halt gummiartig. Und ich bin eben etwas geschützt gegen Schnee, falls er da etwas höher liegt natürlich. Die letzte Nacht hier war super ruhig, nichts zu hören, alles still. Gestern war ja nur ein Schäfer dort, sonst hört man nur Autos am Vorbeifahren. Da hinten ist ja die Straße, da fahre ich auch gleich wieder zurück. Ich hinterlasse als Zeichen der Anerkennung für diesen wunderschönen Platz ein gelbes Blatt von meiner Kaffeepflanze. Ich hätte ja extra den großen Wassertank ein bisschen leer laufen lassen, damit ich den mal auswischen kann. Das habe ich jetzt gemacht. Der war jetzt also komplett leer. Die Pumpe hat nichts mehr rausgekriegt. Komplett leer war er deswegen trotzdem nicht. Aber ich meine, es war noch so viel Wasser drin, weil die Pumpe natürlich nicht alles schafft und der Tank auch ein bisschen ja, durch den Wagen halt ein bisschen schräg steht und die Pumpe natürlich an einer ungünstigen Stelle wieder montiert hatte. Nicht schlau gewesen, die da genau hinzusetzen, aber gut. Ja, ich habe den ausgewischt eben, was natürlich sehr mühsam ist, weil ich muss die Matratze hochschieben, die ganze Zeit darunter hängen und dann kann man in den durch so ein kleines Loch nur da rein und das auch nicht richtig wischen, ey, das ist schwierig. Gut, jetzt habe ich es geschafft und werde das jetzt erstmal wieder auffüllen. Ich werde mal gucken, wo ich jetzt als nächstes Wasser herkriege. Man soll ja an der Moschee irgendwie Wasser zapfen können. Mal gucken, wie das da so läuft hier. Ich habe jetzt noch den 10-Liter-Tank und einen 5-Liter Wasserkanister. Gestern war es den ganzen Tag über hier so windig, dass man wieder nicht rausgehen konnte so richtig. Das war auch so kalt natürlich dann. Und heute ist wieder windstill. Ist ja wieder ganz toll. Wenn ich losfahren will, ist wieder super Wetter hier. Ja, hier unten rein ist gestern der Schäfer gegangen mit seinen Schafen. Und da vorne ist die Hauptstraße wieder. Alles steinige Landschaft hier, du meine Fresse. Komm hier, hier geht's erstmal wieder ganz bergab. Das ist irgendwie komisch, wo die manchmal die Straßen lang bauen, warum sie die nicht oben lang weiter bauen. Da unten ist so ein großer Fluss oder sowas. Oder so ein See. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist so ein weit verzweigter See. Ja, genau. Das ist so ein riesen sternartiger See oder sowas. Schon beeindruckend aus hier. Oh, da vorne ist eine Brücke über den See. Wow, das sieht ja cool aus hier. Wahnsinn. Schau mal da, wie riesig. Militärkontrolle hier. Ab. Da vorne ist auch noch eine Polizeikontrolle auf der anderen Seite. Ich muss mal die Kamera gleich wegnehmen.
Ah, auf der anderen Seite ist anscheinend auch noch eine Kontrolle. Na gut. Gut aus hier mit dem Felsen. Nein, nein. Ja, da war zwar ein Checkpoint, aber alles gut. Die haben da nur gesessen und ihren Chai getrunken und ich habe gewunken und sie meinten, oh, ist klar, fahr weiter. Ja, sehr gut. Und schon wieder runter, eben den Berg erklommen. Und leider schon wieder runter. Oh, das ist immer so ärgerlich. Man denkt mal, ja, weiter nach oben, weiter nach oben. Und dann wieder alles für umsonst. Und wieder runter muss. Ja, hier ist auch wieder eine Straße im Bau, aber die ist leider noch nicht fertig, die Brücke. Da müssen wir noch die kleine kurvige Umleitungsstrecke hier nehmen. Oder die alte Strecke eher gesagt. Da steht jetzt dran, Nemrut Dati 24. Ja, aber was für eine Piste bis dahin. Aber erstmal müssen wir noch ein Stück geradeaus fahren, um zur nächsten Tankstelle zu kommen. Die 24 Kilometer sind aber nur für die andere Seite, wo man halt nicht so hoch kommt. Also deswegen, mein Weg ist deutlich länger, weil ich ja um den Berg rumfahren muss und dann von der anderen Seite ganz hoch. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen dumm gelaufen. In dem Ort eben, wo ich war, da war eine Tankstelle, aber die war geschlossen, so wie das aussah. Das stand ja auch schon auf Google Maps. So, und dann sollten dann noch zwei andere sein, aber die habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ich habe gedacht, das folgt noch weiter. Also ich fahre mal ein Stück weiter noch die Straße runter und dann kommt die dann. Aber da kam auch nichts. Und jetzt bin ich aus dem Ort raus und habe keine Tankstelle gefunden. Oh, was ist denn hier wieder los? Na, wie gesagt, in 100 Metern abbiegen. Naja, kommt nicht so ganz hin mit der. Jetzt wäre der Abzweig. Scheiße, weiß ich jetzt auch nicht. Ob da kommt noch eine Straße oder was? Vorne? Also eigentlich hat mir die Navi-Lady gesagt, ich soll da hinten reinfahren. Aber das scheint hier die neue Straße zu sein. Aber ich habe jetzt eben geguckt auf dem Navi und das sieht doch besser aus, wenn ich doch ein Stück weiter noch fahre und dann gibt es auch noch eine Hauptstraße. Also das wäre jetzt vielleicht 2 Kilometer kürzer, aber man weiß ja nicht, was das für eine Piste ist. So, da oben sehe ich schon die Straße, wo ich wieder hoch muss. Jetzt geht es wieder natürlich ganz runter, wie immer, ne? Und dann wieder schön hochzufahren. Ja, es ist immer super perfekt. Mann, Mann, Mann. Oh, mächtig ausgewaschen hier. Ja, und hoch geht's. Das ist jetzt die kleinere Piste, die sich ganz viel lang schlängelt. Hoch, 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 kurvig, kurvig in die Berge. Oh Mann, das wird eine Aktion jetzt. Wir starteten bei 650 Meter. Und hoch geht's. Ich muss noch im zweiten Gang fahren im Moment. Also auf gerader Strecke ist das Feuerwehr-Hinterachsdifferential nicht so geeignet, weil man da nicht so eine Höchstgeschwindigkeit erreichen kann. Aber in den Bergen ist das von Vorteil wiederum, weil man dann halt mit niedrigem Gang halt schön Kraft hat, um steile Berge raufzukommen. Ne? Ja, das ist wieder ein Blinker an, Mensch. Aus Versehen. Oh, heute muss ich echt die Bergziege machen, weil hier, ne? Da geht's hoch. Wahnsinn. Ja, und da hinten sieht man nochmal den großen See, das Ende davon. Schön aus. Wieder Claro. Geht natürlich wieder runter, ne? Nach der schönen Steigung eben. Oh nö, ey. Das ist doch bescheuert. Jetzt geht es da unten wieder runter und dann hinten wieder hoch, ey, natürlich. Oh. Was für eine Aussicht hier ins Tal, du. Ja, hier auf der Bergschattenseite liegt noch ganz schön viel Schnee.
chill. Sieht schon toll aus hier. Boah. Mann, waren das eben Pisten da in dem Ort, ey. Ah, die Leute gucken natürlich alle, what? Und ich immer schön am Winken und so. Oh Mann, ey. Krasse Strecke hier. Das ist ein echt ziemlich abgelegener Ort hier. Also ich meine jetzt nicht total abgelegen, aber wir fahren jetzt nicht gerade viele Touristen durch, würde ich mal sagen. Oh, ich kann die ganze Zeit nur so mit 40 fahren, ey. Das wird sich hinziehen, die Strecke. Aber egal. Ist sehr schön hier, die Aussicht. Boah, geht das da weit runter, Leute. Guckt ihr das mal an hier. Bis da unten runter muss ich fahren. Oh nö. Warum das? Konnten die keine Straße da oben lang bauen? Jo. Runter geht's. Ah, was für krasse Felsen hier. Heftig, sieht schön aus. Ist das hoch? Ist das hoch? Oh, was haben wir hier denn? Okay. Zum Glück nicht die Straße. Ich dachte schon, hier die Straße wäre gesperrt. Dann geht's runter. Mann, 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 mächtige Brocken hier doch. Mann, Mann, Mann. Was für Berge hier. Und es geht wieder ganz runter in die Schlucht. Oh yeah. Ah, Scooby's Auspuff habe ich immer noch nicht abgedichtet, Mann. Ich hätte es wieder vergessen, ey. Aus dem Tal komme ich gerade unten. Da wieder Serpentinen hier rauf. Und richtig hoch da, rechts der Hang. Oh Mann, da war auf einmal noch so eine scharfe Serpentine hier. Mann, da kommt noch eine da vorne. Mit diesem Hang an hier. Sehr gut, Scooby, du machst das super. Ich weiß, es ist anstrengend. Ah, Mann. Da bin ich noch ganz rauf. Oh, ich höre hier Hoppel, Hoppel. Oh, hier kommt langsam der Schnee wieder zurück. Weiß. Ich meine, mit Schnee auf der Straße würde ich nicht viel schaffen, glaube ich, hier über diese Steigung. Aber so wie es jetzt ist, ist gut, aber man weiß ja nicht. Also da wird noch mehr Schnee kommen in den höheren Lagen. Uiuiui. Ganz schön anstrengend. Aber das wusste ich ja vorher, dass es sehr anstrengend wird. Sehr schön aus. Oh, wieder eine andersfarbige Felswand da hinten. Und der nächste Ort. Mann, Mann, Mann. So, wie heißt der denn hier? Subashi. Steil bergauf. Erster Gang. 15 km/h. Ja.
Ja, ich glaube, da vorne, es könnte der Berg sein, den ich hier klimmen wollte. Mal schauen, mal schauen. Wir warten mal. Oh, sieht das schön aus hier mit dem Schnee. Aber wenn die Straße frei ist, ist alles gut. Aber ansonsten wäre es nicht so schön. 1200 Meter bin ich jetzt hoch gewesen. Jetzt wieder etwas runter. Naja. Mal schauen, wo die Straße weitergeht. Jetzt muss ich aufpassen, weil es hier halb ist. Asphalt und Schnee, heiß. Ganz ins Tal dahin und dann irgendwo da drüben wieder hoch. Oh. Mann, Mann, Mann. In einem Kilometer kommt der Abzweig zu dem Nemrodaji-Berghof. Ja, ich schaue mir das mal an, ne? Ich versuch's mal. Ja, man weiß ja nicht, wie frei die Straße da ist. Also wenn die natürlich geräumt ist, ist ja kein Problem, aber wenn das so halb und halb ist oder eben so mit Eis drauf, ey, boah, das ist fies eben. Gerade beim Berg runterfahren, du musst ja ab und zu mal bremsen. Ja, das ist nicht so angenehm und mal schauen. Mal schauen, ne? Ach du Scheiße. Ah, was ist denn jetzt hier? Ein paar hundert Meter gekommen, weil da vorne ist nicht geräumt. Und das wird, glaube ich, jetzt zu schwierig. Scheiße. Hier stehen ja etliche Shuttlebusse, aber ich weiß ja nicht, ob die da hochfahren. Also eben kam mir ja hier der große Radlader entgegen, der hier die Straße räumt. Ich dachte, der hätte hier schon oben ein kleines Platz gemacht. Ja, das ist sehr schade, dass ich nicht weiterfahren kann. Und der Weg ist noch sehr, sehr weit, weil ich bin erst auf 1200 Meter. Das ist ja nochmal mehr als das Doppelte, was da hochgeht. Und hier ist im Moment keiner und leider habe ich hier auch überhaupt irgendwie gar keinen Empfang. Ich kann nicht mal irgendwie hier Translate benutzen. Aber ich doch hier, irgendjemand macht hier gerade Motorsense. Ich habe eben mit dem netten Mann da vorne gesprochen. Der heißt Hüseyin und kann gut Englisch. Und da hat er mir viel erzählt über diese Region hier und so weiter und hier was mit dem Erdbeben und so weiter war. Und er sagte auch, dass bis April hier wahrscheinlich die Straße zum Nemrut hoch nicht befahrbar ist. Ja, das ist natürlich super schade. Das sind noch 12 Kilometer bis zum Berggipfel. Kann man auch nicht zu Fuß klimmen, meinte er. Das wäre einfach zu hoch, der Schnee, und zu gefährlich jetzt. Und schade, schade. Naja, jetzt blieb es nur noch weiter zu fahren Richtung Malatya. Das sind noch ungefähr 80 Kilometer. Also ich fahre jetzt nur noch 30, aber ja, und er sagte, dass die meisten Supermärkte, selbst alle Shops und so weiter, Malatya scheint ziemlich stark betroffen zu sein gewesen von dem Erdbeben. Er sagte, dass da ziemlich viel geschlossen ist und dass man jetzt lieber hier in 15 Kilometern nochmal einkaufen sollte. Ja, das ist natürlich jetzt schade, dass ich hier nicht weiterkomme. Ah, gut. Ja, er sagte aber, die Straße nach Malatya ist eigentlich frei. Das dürfte kein Problem sein, aber die führt sehr hoch, auch nochmal auf 2000 Meter hoch. Ich bin ja jetzt bei 1200. Und da gibt es aber eine schöne Aussicht, sagte er. Es wird natürlich nur kalt da oben. Und ja, er sagt sogar, Air the Room ist noch höher gelegen. Ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass das so hoch ist. Und er sagte, wahrscheinlich liegt da auch überall Schnee noch. Mal gucken, wie das da zu fahren ist dann nachher. Aber das ist ja noch weit hin. Der Hüseyin hat auch erzählt, dass er sozusagen ein Tourguide ist für den Nemrut sogar. Dass er da Touren anbietet, nach Malatya und nach Nemrut. Ja, und das im Moment in diesem Ort hier. Ungefähr 11 Familien leben im Winter und ungefähr 25 Familien im Sommer.
Genau, und dass sie sozusagen alles hier auch selbst anpflanzen, also Gemüse und ja, Getreide auch und so weiter, damit die halt alles für den Winter wird das alles vorbereitet und getrocknet und so weiter und dann halt für den Winter halt dann aufgebraucht, damit die halt nicht so oft einkaufen fahren. Und er sagte, Sprit kann sie natürlich nur aus der nächsten 80 Kilometer entfernten Stadt holen. Aber wenn, dann holen sie, also sie fahren halt sehr wenig hier im Winter hier oder ansonsten bringen Freunde auch nochmal Benzin mit oder sowas aus der Stadt, wenn sie gerade mal da sind. Oh, hier geht's mächtig hoch, wieder 10% oder irgendwas, ey, heftig. Ganz schön anstrengend hier für Scooby. Richtige Eisflanke da drüben, wa? Ja, da ist der gute Nemrut da oben irgendwo. Der Schneeräumdienst, der große Radlader ist hier vor mir, dem er vorhin entgegengekommen ist. Der hat auch so schöne Schneeketten drauf. Aber ist natürlich auch nicht super optimal, auf Asphalt mit den Dingern rumzuheizen. Der Radlader hat mich schnell vorbeigelassen, kein Problem. Und weiter geht's hier mit der kurvigen Straße. Man sieht hier, Kurve, Kurve, Kurve. Ah, der Berg. Cool aus hier. Jo, jetzt bin ich in so einem kleinen Tal hier angekommen. Man schon wieder ganz schön steil hoch da. Ach du Scheiße, doch. Scheiße. Er hatte mir gesagt, Tippehahn, ist ja der letzte Shop. Also hier ist er. Wollen wir nochmal einmal durchgehen, vielleicht finde ich da auch noch was oder Brot oder so. Ich habe nochmal durch den Supermarkt gestöbert und ich habe nur Brot gefunden. Ich habe jetzt hier so ein Fladenbrot und zwei normale gekauft. Für 20 türkische Lira, also 1 Euro. Sehr, sehr günstig. Und jetzt stehen hier schon die ersten Zuschauer und machen Fotos von Scooby. Und er hatte mir eben noch gesagt, wo eine Quelle ist. Er sagte, 1 Kilometer zurück oder 4 Kilometer weiter. Soll ich es mal versuchen? Ja, versuche ich es mal weiterzufahren. Also da vorne war eben so ein Zeichen für Trinkwasserquelle. Aber irgendwie ist da alles hier oben, weiß nicht, ob das das ist. Das ist ja auf jeden Fall so eine Picknick-Area hier mit Spielplatz und so. Bloß da kommst du ja gar nicht rein. Ist ja alles zu. Das kann es ja nicht sein, dass das die Quelle ist. Und hier sehe ich sie sonst nirgendwo. Ist ja doof. Oh, schaut euch diese Berglandschaft an hier. Wahnsinn. Da steht der Scooby und blinkt vor sich hin. Ja, sehr schwach alles. Ach ja. Ja, hier war genau die Stelle, wo man schön stehen könnte. Nur es ist alles voller Schnee. Scheiße. Ah, Mist. Das ist genau das Problem, was ich jetzt mal haben werde wahrscheinlich. Dass die Stellplätze vollgeschneit sind. So, ich habe ja eben gedacht, ich guck mal eben nach, wie tief das da ist, ob man da nicht vielleicht ein Loch hier reingraben kann und nicht da reinfahren kann. Ja, ich bin darüber geklettert und zack, war ich so ungefähr im Schnee. Also 30, 40 Zentimeter tief ist der Schnee da drüben. Scheiße. Ey, Wahnsinn. Ich dachte, das wäre vielleicht nur so, keine Ahnung, 10 Zentimeter oder so. Ach, schade. Dann wird das hier nichts mit stehen hier. Dann muss ich weiterfahren. Naja, nun muss ich weiter gucken, wo ich jetzt einen Platz finde. Das ist natürlich nicht so einfach jetzt. Mist. Ob da unten wohl ein See unter ist? Unter dem weißen. Kleine Horte da unten. Für die Straße ist runter. Ich sehe da drüben gerade, da ist eine Quelle. Und hier ist auch ein Stellplatz. Nur ist der Schnee auch immer noch so hoch da drauf. Scheiße. Ich muss mal meinen Schneebesen rausholen und mal den Platz fegen, glaube ich. Mit Gummistiefeln teste ich jetzt mal hier das Gelände. Ja, hier vorne geht's noch, aber ich sitze hier hinten. Ja.
Hinten ist wieder zu tief. Jetzt werde ich jetzt mal hier diese super ergiebige Quelle nutzen. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis das Ding voll ist hier. Mal gucken. Ich frage mich bei solchen Brunnen ja immer, wie kommt das Wasser aus dem Wasserhahn da? Ach man, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich könnte mir jetzt hier die Arbeit machen und hier natürlich den Platz freischaufeln. Ich habe aber nur so einen kleinen Bundeswehrgarten. Ich habe aber nur so einen kleinen Klappspaten von der Bundeswehr dabei. Da kann ich natürlich ewig hier schaufeln. Und ja, aber ich fahre jetzt mal weiter runter ins Tal, glaube ich. Da ist ja sowieso ein bisschen schneefreier. Vielleicht finde ich da auch noch eine schöne Stelle. So, ich habe hier mal das Geheimnis gelüftet. Da läuft es rein. Also kann ich auch hier direkt mit dem Kanister reingehen. Ist dann, glaube ich, schneller gefüllt, als wenn ich da vorne ewig warte. So. Ich zeige euch mal, wie ich das mal auffülle. Jetzt habe ich das mittlere Teil rausgenommen, damit ich da rankomme an den Tank. Dann lege ich hier den 10 Liter Kanister darüber. Und dann hier geht's los. Hahn auf. Erstmal bis der größte Druck weg ist und dann schraube ich das Ding ab und dann lasse ich den Rest so reinkippen. Das dauert natürlich. Bei 142 Liter Tank. So, da kann ich einige Male laufen. Als Alternative hatte ich mir schon überlegt, ich könnte ja eigentlich auch Schnee einpacken. Einfach in den Tank stopfen, schmelzen lassen und wieder Schnee nachstopfen dann irgendwann. Ja, würde auch gehen, ne? Den Kanister habe ich auch noch voll gemacht. Also mir ist schon bewusst, dass ich jetzt 150 Kilo mehr mitnehme durch die Berge, aber es ist mir lieber, jetzt ein bisschen vollen Wassertank zu haben. Ich weiß. Es wird schwierig für Scooby, so viel Gewicht mehr noch wieder zu schleppen. Naja, mal soll's, ne? Hier ist der Fluss, der heißt auch Tepehan. Wäre natürlich auch schön, hier was zu finden. Okay, das ist hier so eine große Fabrikanlage. Ich habe gedacht, hier könnte man irgendwie langfahren. Ist ja doof. Ich bin hier auf dem großen Werk. Ich habe jetzt mal eben angefragt, ob ich mich hier einfach auf den Platz stellen kann, weil da ist ja schneefrei da hinten. Mal schauen, was er sagt. Er sagt erstmal, okay, ist okay. Und jetzt fragt er erstmal noch von seinem Boss oder so. Hier basteln sie an Eisskulpturen. Sie haben hier so ein Wasser, das sprüht darüber und dann friert das alles. Sieht auch cool aus. Ich habe den einen vorhin gefragt, was sie hier überhaupt machen. Und die sortieren, glaube ich, Steine, so wie ich das verstanden habe. Sand Screening haben sie gesagt. Ja, keine Ahnung, da sieht man ja die Berge, die werden wahrscheinlich da oben reingeschüttet und dann sortieren die sich hier in verschiedene Größen, denke ich mal. Also er hat eben noch gesagt, er fährt noch mit den anderen Kollegen rum und setzt sie zu Hause ab und kommt dann aber wieder. Und er bleibt mit einem weiteren Kollegen noch hier im Container, da übernachten die beiden drin. Jo, die sind ja alle super nett hier, das ist ja echt schön, dass ich hier stehen kann. Und ja, einfach fragen, ne, dann klappt das meistens ja auch. Besonders, weil das hier so eine schöne flache Ebene ist, die betoniert ist. Das ist natürlich super. Ja, die wollen zwar morgen auch wieder arbeiten, aber irgendwie habe ich verstanden, dass die wahrscheinlich auch erst so um 10 Uhr anfangen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe mal. Ich habe erstmal wieder Platz geschaffen hier in Scooby. Erstmal mal die ganz dicken Wintersachen wieder in die Schränke geräumt, weil ich die vielleicht jetzt erstmal nicht mehr brauche. Ich weiß ja nicht, wie kalt es zwar noch wird, aber ja, das war ja erstmal für die sehr starken Minusgrade auf dem Nemrut geplant. Jetzt habe ich hier wieder Platz und ja, habe Brot gekauft. Jetzt werde ich erstmal Brot mampfen. Das frisch schmeckt das natürlich immer am besten. Und ja, die anderen sind jetzt gerade losgefahren, bringen die Kollegen weg. Die ganzen Dinger hier sehe, jetzt habe ich es glaube ich verstanden, weil er hatte irgendwas geschrieben, die produzieren wahrscheinlich Cobblestone, also das heißt ja Kopfsteinpflaster. Und das sind ja wahrscheinlich diese Steine, die hier sind. Vermutlich sind die schon fertig. Und die haben wahrscheinlich da hinten irgendeine Produktionsanlage, wo sie die Dinger dann herstellen. Aus dem Kies, den sie hier sortieren oder irgendwie sowas. Ja, mit dem Internet ist immer so ein Problem hier. Eben draußen hatte ich nur einen Balken. Wahnsinn, ne? Und natürlich gehe ich hier ins Auto rein und habe natürlich jetzt nichts, ne? Dann sagt ihr, kein Dienst. Ja, wie schön. Das ist immer besonders ätzend, wenn man jetzt, nur weil man im Auto ist, jetzt überhaupt keinen Empfang hat, scheiße. So, jetzt mache ich mir aus dem Fladenbrot hier so einen Hähnchendöner.
Einfach hier zusammenklappen. Und mal gucken. Ich hatte mir jetzt gerade gemütlich gemacht hinten im Wagen und da klopfte es. Und da sagt er mit der Übersetzer, ja, er hat Essen für mich eingekauft sogar und ich bin eingeladen zum Tee und so weiter bei denen in der Bude und so. Oh Mann, das ist ja super nett. Ah, ich hatte aber gerade so viel zu essen. Ich habe ja gerade mein Brot mit Döner gegessen und wollte jetzt eigentlich noch meine beiden Videos schneiden. Aber gut, die Einladung kann ich jetzt nicht ablehnen und von daher gehe ich jetzt mal mit. Jo, Sie haben mich eingeladen hier zum Köfte, oder was ist das? Ja, sieht so, hat er gesagt eben. Und Ayran. In die Bude hier. Ich bin wieder zurück in Scooby. Jawohl. Wir haben zusammen Abend gegessen drüben im Container. Und der eine hatte mitgebracht hier so Köftebällchen. Da war Hackfleisch drin und außen drum war so eine Brotpanade oder so. Und dazu hatten sie dann auch hier Tomaten und so ganz scharfe kleine Peperonis. Die waren richtig lecker. Und dann hatten wir noch Ayran dazu und Saft. Jo, das war sehr lecker. Ich habe zusammengesessen eben mit Ayub, Ahmed und Haider. Und ja, die Jungs sind super nett. Aber ich hätte sie ein bisschen älter eingeschätzt. Gut, die haben ja auch alle Bart. Alle Bart macht alle immer älter, ist klar. Und die Jungs sind aber erst so zwischen 22 und... Der eine war 30, genau. Also so, ja, also relativ jung noch alle. Und dann hatten sie auch bei mir geraten. Und der eine hat irgendwie 34 geschätzt und der andere schon 40. Aber ja, war doch immer noch daneben. Ja, haben sie sich auch gewundert. Die meinten auch, ja, der eine meinte auch, ich könnte sein Vater sein, weil er erst 25 ist. Und ja, war lustig. Und dann haben wir noch geschnackt mit Translator immer hin und her, also über sozusagen verschiedene Sachen. Da haben sie mich gefragt, was man denn in Deutschland so verdient, wenn man jetzt irgendwie einen Radlader fährt oder sowas. Und dann haben sie hier gesagt, dass sie ja echt viel, viel weniger hier kriegen und auch noch eine lange Stundenzeit pro Woche arbeiten müssen. Also meistens 52 Stunden in der Woche sogar. Und die haben nur 4 Tage im Monat frei hier. Boah, das ist ja heftig. Und der Lohn liegt ja auch nicht gerade sehr hoch. Der hat gesagt, er hat irgendwie 670 Euro ungefähr pro Monat für seinen Radladerjob hier. Ey, das ist ja echt krass. Dann hat der eine mir noch angeboten, dass ich drüben sogar auch bei denen im Container im Bett schlafen könnte und so weiter. Das war natürlich super nett, habe ich auch vielen Dank gesagt, aber ich schlafe ja lieber hier in meinem Scooby und so. Da bin ich ja hier zu Hause und fühle mich auch hier wohl und außerdem muss ich eben noch Videos schneiden. Ja, alles gut soweit. Und dann haben sie mich noch zum Frühstück auch noch eingeladen für morgen früh. Ja, mal gucken, ne?